auf die ich jetzt aufpassen soll, reden. Weil der wollte ja den Rat von der Echse haben. Leider Echse tot. Hier oben war ich schon. Der Bereich müsste unter Wasser stehen. Damit die Rakete da oben reinlenken kann. Weil so kriege ich keine da raus. Dann Dämmer unter Wasser. Habe ich mir das selbst kaputt gemacht? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier Abschnitte gibt, die du nicht mehr frei, also beziehungsweise wo du nicht mehr rankommst, nur weil du irgendwas schon gemacht hast. Da oben ist irgendwie ein Stein, der blockiert das. Da müsste ich da dieses Tor irgendwie aufkriegen. Seht her, wie ich gleite. Und das hier ist ja auch noch irgendwie Rätselraten. Quarlock ist weg. Was wird aus uns Moki? Großer Wächter, wunderbarer Lehrer, so musig und weise. Ich muss meinen Respekt zollen, aber ich habe nicht mehr die Kraft, um zum Sumpfland zurückzureisen. Dieses Amulett, Quarlock, gab es mir vor langer Zeit. Kannst du es zu seinem Teich im Tal bringen? Natürlich. Es ist ja um die Ecke. Nicht so viel Wind. Ach, ich bin der König der Welt. Ich bin tot. Ich lebe. Grauer Fleck links. Was? Wo? Warum? Nein, da war ich. Da ist noch ein grauer Fleck. Aber kam ich auch nicht rein. So, da unten war die Absperrung mit den... mit den Stampfern. Wo ich vorhin noch nicht durchkam. Superbrain! Ah.
Jetzt kann ich dank des Sprinten unter was. Zum einen kann ich ja hier hin. Obwohl, hier war ich ja irgendwie schon. Mir fällt gerade noch was ein. Ne, das hier eigentlich nicht. Hier lang. Komme ich ja endlich hier raus. Theoretisch. Wenn ich jetzt gerade mich nicht total dämlich anstelle. Da ist was zum Kaputtschlagen. Eigentlich ganz schön, dass die Rückwege dann auch mal ein bisschen anders machen, damit du da noch Kram sammeln kannst. Teleporter wird nicht belohnt, also Schnellreise. Du bist zu einem kleinen Stück. Brauche ich dich überhaupt? Guck noch mal auf mich. Kann ich den Stein einen kaputt machen? Ist doch egal, wir waren da unten ja. Juhu! Lass das, Mr. Krabs. Es hat sich ausgedreht. Meine Güte. Nein! Oh, nicht die falsche Taste benutzen. Juhu! Da hinten ist noch was. Ich sehe es ganz genau. Ach, das war die Lampe zum Runterschießen. Dann kann ich mich noch irgendwie erinnern. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Ach so, kann ich die doch einsetzen?
Also theoretisch kann ich jetzt hier wohl abkürzen. Also nicht nur theoretisch, auch praktisch. Ah, das konnte ich wahrscheinlich schon vorher. Na gut. Au. Ich hab's leuchten sehen. Bin aber ein bisschen verwundert. Ach, da muss das drin sein. Das ist ja gar nicht schwer versteckt. Warum habe ich es beim ersten Mal nicht mitgenommen? War wahrscheinlich zu abgelenkt. Ich glaube, das ging nicht, weil mir die Feder fehlte. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich die Dinger kaputt kriege. Deshalb komme ich bei dem einen Ding nie rein. Ich muss mir so einen Stampfer holen. Hier unten bei der Kampfarena. Da muss ich einen Stampfer irgendwo herholen als Gegner. Und der stampft mir den Weg dann dahin auf. Das ist der Trick an der Sache. Cool, oder? Ich weiß, ich finde es noch halb so cool wie ich. Damit ist ein weiterer Speed-Check-Herausforderungs-Dingsbums freigeschaltet. Ah, jetzt tut mir nicht so weh. Prozent im Tintenmoor. Aber wir werden wirklich nahezu 100% hinkriegen. Das ist so ein scheiß Weg.
Vor allem, guck mal, wie lang der ist. Da kann ja alles passieren. Zum Beispiel, dass ich es einfach hier schon verkacke. Ich hatte mir noch kurz irgendwie Gedanken gemacht. Also sie sind wenigstens so freundlich und die ganzen Teile drehen sich nicht. Bei dem Speedrun. Ah, scheiße. Aber schon 10-mal besser. Ich versuche unten mit dem Wassersprung ein bisschen mehr Speed rauszuholen, damit ich den überhole. Das war schon nix. Ah, du dämliches Mikro. Das sieht aus, als wenn ich eine Behinderung hätte, ey. Ohne Scheiß. Wenn man dann gleichzeitig noch sieht, was der... Wie der also nicht der Optimale, aber... Das Zeitrennen viel gegen dich abschließt. Nein, ich habe die falsche Taste benutzt. Ich Volltrottel. Deshalb zu nervös für sowas. Nee, ich werde jetzt keinen Kaffee mitten in der Nacht trinken. Ich muss morgen früh auch wieder aufstehen.
Ey, der macht denselben Sprung wie ich. Und trotzdem lande ich daneben. Easy Standing Ovation. Komm mal, Platz 84. Top 100. Ja, am besten gehe ich jetzt zum Teleporter zurück. Und dann machen wir mal langsam Feierabend hier. Kannst du nicht oben rumgehen? Du meinst das oben? Wenn du den Parcours verlässt zu weit, dann wird die Prüfung abgeschlossen. Abgebrochen. Trotzdem 97% Tintenmoor. Na, man muss später einfach die Karten kaufen für die mehreren tausend von diesen Energiekügelchen. Einen Augenblick dachte ich, welche Dinge wenden sich zum Besseren. Für einige hat die Hoffnung gemeinsam mit dem alten Geister Niven verlassen. Vorlock hat nie aufgegeben und so viele gerettet. Ich werde mein Bestes geben, um sein Werk zu vollenden, aber es fühlt sich jetzt einsamer an. Ich werde ihn vermissen. Fantastisch, ich werde mich gleich darum kümmern. Mehr Häuser bedeuten mehr Muki. Quallog kann ja nicht alles allein machen, oder? Quallog ist doch schon tot. Muss immer in der Wunde rumstochern. Theoretisch kann ich auch die Höhle machen jetzt. Aber das hebe ich mir nur auf. Ich habe schon vorher gesagt, dass dieses Land tief gefallen ist, aber diesmal habe ich es wirklich gespürt. Quallog war mehr als nur der Wächter des Tintenmoors. Er gab uns Hoffnung, dass wir den Verfall aufhalten oder zumindest verlangsamen könnten. Jetzt ruht diese Hoffnung auf dir und den Irrlichtern. Verantwortung. Erstmal auf Klo kotzen. Ach, durch die Samen gibt es jetzt hier die Abkürzungsdinger. Dadurch komme ich erst hier ran. Kopfgeld. Gegner besitzen 70% mehr Gesundheit und verursachen 70% mehr Schaden, lassen aber die doppelte Menge Geisterlicht fallen. So irgendwie ein bisschen wie Dark Souls Modus. Ah, das ist das Energieding noch.
Ich habe gehört, ein großes Tentakelmonster hat das große Rad blockiert und du hörtest es besiegt. Das ist witzig, wirklich witzig. Wie sollte ein kleiner Geist denn ein großes Tentakelmonster bekämpfen? Das geht nicht. Ich muss bestimmt irgendwas Spezielles mit denen machen. Angeblich ist da nämlich noch Licht. Ach, es gibt jetzt auch neue Hütten. Ja, erstmal die Leute ausrauben. Ich habe für sie Hütten gebaut, damit sie ihre Sachen bringen und damit und ich sie dann klauen kann. Genau so läuft das hier bei uns im in der Siedlung, im Club. Und jetzt geht's wieder zu der Eispassage. Na, ich habe doch, glaube ich, habe ich nicht einen neuen Samen auch mitgebracht? Ja, klebrige Angelegenheit. Es überrascht mich nicht, dass du diesen Samen in so weiter Ferne entdeckt hast. Schau, wie klebrig er ist. Grassamen haften sich an Reisende, um frische Erde zu finden. Dann fangen wir mal an. Da ist ja. In meiner Jugend habe ich einmal meinen Bruder im Schlaf mit Grashalmen bestreut. Ich habe ihre Klebrigkeit unterschätzt. Meine arme Mutter verbrachte Stunden damit, sie wieder zu entfernen. War total super, die Fähigkeiten, die ich nie benutze. Rechts vom Rundschlag ist nur ein anderer Schlag. Vielleicht meint der mit der anderen Energiekugel unten. Also es ist kein anderer Schlag ganz rechts als Fähigkeit, sondern es handelt sich dabei um ein, ich glaube, so ein Stoßdolch von oben. Ich habe nicht alle Fähigkeiten freigeschaltet, weil so gesehen benutze ich eh nur Feder oder die Selbstheilung. Gute Nacht, Ricewind. Aber hier ist keine weitere Hütte zum Reingehen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo er sich versteckt. Nee, auch nichts.
Ich weiß, dass noch Projekte fehlen. Die Samen haben blaues Klebegras gemacht. Das, ja. Witzigerweise bringt mir das auch nur zu Stellen, wo ich schon war. Perfekt. Erstmal ein bisschen reinglitschen. So, dann werde ich jetzt nochmal speichern. Und dann breaken wir.